So, damit können wir das dann hier auch endlich mal lösen. Okay, das kriegen wir jetzt hier schon hin. Die Schaufel hält natürlich auch noch so ein bisschen. Das ist sehr schön, da hinten gibt es auch Blumen. Können wir hier einen super Bauernhof machen. Dann können wir eigentlich auch mal hier diese Löcher stopfen. Ich weiß auch nicht, warum die hier sind. So, machen bis hierhin. Man merkt vielleicht, was ich vorhabe. Ich möchte die Felder, die ich hier habe, auf einer geraden Ebene haben, aber auf einer Ebene, die auch hier runter geht. Ein bisschen. Daher auch die ganze viele Erde, die ich jetzt hier auch verwende, abbaue und wieder verbaue. So. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was. Und keine Erde mehr, da müssen wir jetzt nochmal da hinten den Rest abbauen. Din, 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 din. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Creeper. Kommt gleich die schöne Musik. Die Urlaubsmusik. Ich hab Urlaub und liege faul rum auf irgendeinem Liegestuhl in Mallorca oder Ballermann. Ja, das bin ich halt. Und weiter weiß ich auch nicht. So, mal gucken hier, wie das hier alles funktioniert. Mal gucken. Ach du Scheiße. Ja gut, müssen wir auch noch stopfen. Falls wir was über haben, ne? Es wird auf jeden Fall nicht. What? Scheiß Viech. Den verbaue ich. Kann ich ja mal dieses fette Loch hier wegkriegen. Wird, glaube ich, wird perfekt reichen, also. So. Haben wir das hier auch geregelt. Oh, das mit dem Lavasee. Hier können wir ja ruhig Sachen reinschmeißen, die wir nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Das hier nicht, das nicht. Ja, Erde können wir vielleicht noch gebrauchen. Und Hühnchen auf jeden Fall. Aber jetzt kommen erstmal die Gehege. Oder das, die Anbau. Das, der Anbau kommt jetzt. Wenn man hier rausgeht, soll es
So. Das wird dann hier alles ein richtig schönes Weizenfeld, so weil das sind kommen den Samen. So. Huch. Verbaut, kann ja auch mal passieren. Das hier wird ein schönes Weizenfeld. Und also Weizenfeld Schrägstrich vielleicht sogar Samen oder Pumpkin Seeds oder sowas. Keine Ahnung, was wir da haben. Und dann geht's hier weiter mit dem nächsten. Das können wir dann als Tiergehege benutzen. Oder als weiteres Samenfeld oder sowas, keine Ahnung. Können wir das hier als Pumpkin Seeds oder Feld oder sowas benutzen, keine Ahnung. So. Können wir hier hinten ruhig Tiere einsperren. Hallo? So, jetzt. Jetzt. Können wir hier hinten Tiere einsperren? Wie wäre es, wenn wir jetzt mal hier die Tore am besten auf einer Seite machen? Der gleiche nämlich. So, dann können wir hier Tiere einsperren, die zwei Gehege. Hier kommt ein Pumpkinfeld, Schrägstrich Melonenfeld hin. Hier kommen Karotten, Weizen und andere Seeds hin, ne? Haben wir die Aufteilung auf jeden Fall schon mal. Schön. Wow. Müssen wir mal rüber gehen, Spitzhacke holen, Wasser holen, Hacke holen, Wasser holen, Seeds holen und den großen Umzug vorbereiten. Den Umzug dieser zwei komischen Gehege. Ich hoffe, die Hühner haben genug Eier gelegt. Es müssen mindestens zwei Hühner zustande kommen und ich würde sagen, die lasse ich nochmal drin. Ja. So, gehe ich zu den Tools. Brauche ich. Oh, das kann ich nehmen. Ich brauche dieses Holz nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir stattdessen das hier. Was noch? Eimer. Schaufel. Blaue brauchen wir immer noch. Dreck brauchen wir nicht. Und Seeds. Pumpkin Seeds. Den Seeds kriege ich woanders raus. Ich gehe einfach mal schlafen hier. Bevor hier noch was passiert. Noch was passiert. Ne? Bayerischer. So, und danach, und dann haben wir auch das Teil. So, hier habe ich noch nie aus dem Fenster geschaut. Obwohl ich hier eigentlich jede Aufnahmesession hier oben bin. So, diese beiden Gehege kommen dann auch bald weg.
3 Hühner. Müssen wir mal gucken. Das kann von mir aus weg. So. Eine Wasserschlange. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, kann man hier machen. Eine Wasserschleife einfach durchziehen. So, 3 Eimer Wasser brauchen wir dann. So. Hatten wir nicht 4 Eimer? Ich weiß es nicht. Ist aber auch relativ egal. So. Huch. Mit den, nein. Den und den. Können wir das so fortschreiten lassen? So. Ein bisschen effektiv muss man hier arbeiten. Damit man aus einer Wasserquelle eine ganze Reihe machen kann. Dann haben wir schon eine Reihe stilles Wasser. Mal gucken, wie sich das jetzt hier verhält mit dem Boden. Werde ich jetzt hier einfach mal Linie ziehen und jetzt hier. Jetzt werden wir viele Samen brauchen. So. Na, 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 na. Wird schon.